ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Die Union scheint das anders zu sehen. Hören wir Volker Ulrich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 8. April hat der Europäische Gerichtshof die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung für nichtig erklärt. Das ist auch für uns Anlass, über das Thema besonnen und mit dem nötigen Respekt zu diskutieren. Es gilt aber nach wie vor, die Speicherung von Verbindungsdaten kann zur Aufklärung schwerster Straftaten sinnvoll sein, und in manchen Punkten ist sie auch notwendig. Und das formulieren nicht allein die Innenminister vieler Länder von Unionsseite als auch von der SPD, sondern auch besondere Kriminalbeamte, Sicherheitsbehörden und diejenigen, die sich tagtäglich mit dem Kampf für unsere Freiheit beschäftigen. Und diese Formulierung wird getroffen, nicht weil es darum geht, Daten zu sammeln als Selbstzweck oder zu überwachen, sondern um die Freiheit zu verteidigen und dem Rechtsstaat durch den Schutz der Opfer Geltung zu verschaffen. Und ich darf in dem Zusammenhang an die jetzige Rechtslage erinnern. Im Augenblick ist es so, dass der Staat nach richterlichem Beschluss sehr wohl die Möglichkeit auf den Zugriff der Verbindungsdaten hat, es aber derzeit vom Zufall abhängig ist, ob die Verbindungsdaten vorhanden sind oder schon gelöscht wurden. Und ich meine, eine rechtsstaatliche Aufklärung kann nicht allein ein Glücksspiel der Frage der Löschung sein, sondern es braucht dazu auch klare rechtsstaatliche Regelungen. Dennoch gilt es vor dem Hintergrund des Schutzes der Grundrechte besonnen und sehr überlegt zu handeln. Gesetzgeberisches Handeln im Kernbereich der Grundrechte verlangt kluges Nachdenken, hohe Sensibilität und eine umfassende Abwägung. Wir wollen deswegen vor dem Hintergrund der beiden Urteile kein vorschnelles Handeln, sondern wir wollen ein klares und kluges Reflektieren über die Frage, wie können wir die Feinde unserer Freiheit im Internet am besten bekämpfen, ohne dass wir Datenschutz verletzen und dass wir zu sehr in die Freiheit und die Grundrechte der Bürger eingreifen. Da mag eine Mindestspeicherung von Daten ein richtiger und gesetzgeberisch notwendiger Anlass sein. Wir müssen aber auch uns überlegen, ob andere Formen, vielleicht sogar modernere Technologien, nicht den gleichen Effekt haben, ohne in gleicher Weise intensiv in die Grundrechte einzugreifen. Und auch diese Überlegung stellen wir uns, weil wir diese Frage besonnen angehen und weil wir sie nicht in einem Alarmismus angehen. Es ist nämlich nicht redlich, in der Debatte um die Mindestspeicherfristen immer wieder eine Parallele zur NSA zu ziehen. Hier handelt es sich um die anlasslose Massenüberwachung durch staatliche Stellen. Und bei uns handelt es sich um die Frage, wie staatliche Behörden in einer kurzen Frist auf Daten, die ohnehin gespeichert sind, bei der Bekämpfung schwerster Straftaten zugreifen. Wer das vermischt, schürt Angst und arbeitet unredlich. Meine Damen und Herren, es ist jetzt klug, die Analyse der beiden Ministerien abzuwarten. Und es gibt auch gute Gründe, darauf zu warten, was nach den Europawahlen von Seiten der Europäischen Union geschieht. Weil die Frage der Vorratsdatenspeicherung natürlich auf nationaler Ebene gelöst werden kann, vielleicht auch gelöst werden muss, dass aber sinnvoller ist, diese Angelegenheit auch im europäischen Rahmen zu besprechen, weil wir eine gemeinsame Verpflichtung in Europa haben, Kriminalität schwerster Art zu analysieren und zu bekämpfen. Meine Damen und Herren, wir diskutieren heute vor dem Hintergrund des Schutzes von Grundrechten und unserer Privatsphäre. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Rechtsstaat auch dann verteidigt wird, dass unsere Freiheit gestärkt wird, wenn wir an die Opfer denken und wenn wir Opfer schützen und wenn wir die Täter schwerster Kriminalität auch nach rechtsstaatlichen Maßstäben ihre Strafe zuführen. Das ist unsere Verpflichtung. Herzlichen Dank.
Volker Ulrich war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, und gerade heute haben die Innenpolitiker von CDU und CSU, von Bund- und Landtagsfraktionen, eine sogenannte Erfurter Erklärung verabschiedet und pochen darin auf eine gesetzliche Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung. Jan Korte.